Hallo und herzlich willkommen zum Channel Traumbewusstsein. Ich bin Spell und ich werde euch in diesem Channel in den nächsten Videos etwas erzählen über Klarträume, aber auch sonst über Träume und über Bewusstsein. Und jetzt am Anfang werde ich so eine Art Einführung machen. Ich werde mich aber hauptsächlich auch an Fortgeschrittene richten. Das heißt, weil es gibt schon so viele Einführungsvideos und da gibt es auch schon viele gute, da will ich nicht auch wieder ein Einführungsvideo machen. Ich will mal gucken, meine ganz persönliche Sichtweise und Herangehensweise, und ich hoffe, dass da auch für euch was dabei sein wird. Irgendwie Denkanstöße oder einfach nur, ja, mit mir zusammen drüber nachdenken, was eigentlich die Klarheit, was diese ausmacht, was Klarheit ist. Und aber ich fange jetzt schon an mit einer Art Einführung. Mit der Frage, was sind überhaupt Klarträume? Das heißt, was macht das Klarträumen aus? Und was macht sie so besonders? Also Träume kennen wir ja in der Nacht, die Träume, nicht die Wunschträume. Und augenscheinlich kommt zu den Träumen etwas hinzu, und zwar die Klarheit des Bewusstseins. Und dann sind es Klarträume. Das heißt, ein normaler Traum plus eben die Erkenntnis, dass man träumt. Erkenntnis des Traumzustandes. Ich hoffe mal, dass man es das irgendwie lesen kann, was ich hier schreibe. Und jetzt werden vielleicht einige sagen, ja, das kennen Sie doch. Sie hatten letztes Mal oder vor einiger Zeit einen Albtraum und sind da geflüchtet. Irgendwann haben Sie erkannt, boah, das ist doch ein Traum, und haben sich aufgeweckt. Oder haben dem Monster vielleicht auch eins auf die Schnauze gehauen. Oder vielleicht auch einfach nur erkannt, ohne Albtraumsituation, dass sie träumen, und sind dann durch die Gegend geflogen. Das alles gibt es. Es gibt auch Leute, die haben öfter mal solche Klarträume, aber ich würde sagen, das schöpft noch gar nicht das Potenzial aus. Vielleicht gibt es auch Leute, die schöpfen das Potenzial aus, ohne sich mit dem Thema schon mehr befasst zu haben. Aber ich denke, viele wissen noch gar nicht, was man eigentlich alles machen kann, so im Traum. Und selbst Leute, die sich mit den Klarträumen, sozusagen mit dem Begriff, schon auseinandergesetzt haben, selbst da gibt es Leute, die wissen noch gar nicht so genau, was man eigentlich alles machen kann im Traum. Und ich muss sagen, nicht zuletzt ich selber gehöre auch zu diesen Leuten. Mir ist selber noch gar nicht so klar, was man alles machen kann, denn die Möglichkeiten sind so viele. Und es ist halt auch teilweise schwer, sich einfach vorzustellen, dass man wirklich alles machen kann. So ein typisches Problem ist, wenn man von Klarträumen erzählt, dann denken manche Leute, ja, das ist ja wie Tagträumen. Weil da stellt man sich Sachen vor und man hat natürlich volle Kontrolle darüber, was man sich vorstellt. Ist aber nicht so, man träumt wirklich, man schläft tief und fest, ganz normal, und es kommt sogar noch dazu, dass die Träume nicht, wie vielleicht viele kennen, so eher verschwommen und unklar sind, sondern dadurch, dass man klar ist, hat man noch so eine Art Gegenwärtigkeit, die dazu führt, dass die ganze Wahrnehmung viel echter ist. Das heißt, letztendlich ist man im Traum, sagen wir mal, hier ist so ein Mensch, der gerade schläft, und letztendlich ist man im Traum in einer eigenen Welt. Der Rest vom Körper und die gesamte Wachwelt, die wird ja überhaupt nicht wahrgenommen. Also völlig anders als in einem Tagtraum. Und was man da erlebt, ist eigentlich so, wie wenn man, ja, wie wenn man jetzt hier in der Wirklichkeit wäre. Und woher wisst ihr denn, dass ihr gerade in der Wirklichkeit seid? Also es könnte auch sein, dass ihr gerade träumt. Es kann genauso realistisch sein wie jetzt. Sogar noch realistischer. Okay, ich glaube, ich übertreib's gerade mit dem Rumgemale. Also im Klartraum
ist ein Traum, in dem man erkennt. Das ist sozusagen die Grundlage, aber es reicht nicht. Und was wirklich hinzukommt und hinzukommen muss, ist eigentlich erst einmal die Reflexion. Wobei man sagen muss, die Reflexion steht eigentlich schon vor der Erkenntnis. Das heißt, erst fragt man sich normalerweise, ist das ein Traum? Und dann erkennt man den Traumzustand. Aber die Reflexion kommt auch nach der Erkenntnis. Oder sie muss dann kommen, weil sonst kommt man eben schnell in die Verlegenheit, dass man nicht wirklich viel Potenzial, das so ein Traum oder ein Klartraum bietet, ausnutzt. Das heißt, man muss erstmal reflektieren, und das können wir auch jetzt teilweise hier schon machen. Was bedeutet es eigentlich, dass man träumt? Ja, was bedeutet es jetzt genau zu sagen, ich träume gerade? Nun, das bedeutet eben erst einmal, dass es überhaupt keine Gefahren gibt. Zumindest keine körperlichen Gefahren. Es kann einem nichts passieren. Alles, was man erlebt, ist Vorstellung. Und in Wirklichkeit liegt einfach der Körper im Bett und schläft. Dem kann nichts passieren. Und der zweite Punkt ist eben, alles ist Vorstellung. Und daraus folgt eben, dass man wirklich alles machen kann, alles, was man sich vorstellen kann. Das heißt, es gibt keine Grenzen. Es ist viel besser als jedes irgendwie Computerspiel, allein dadurch schon, dass es viel realistischer ist oder sein kann. Und auch dadurch, dass es eben keine Grenzen gibt. Jedes Spiel hat irgendwelche Grenzen, aber der Traum ist wie die Wirklichkeit. Es gibt vielleicht Grenzen, darüber müssen wir noch reden. Das heißt, die Möglichkeit, ob man zum Beispiel mit echten Menschen, das heißt mit anderen Menschen aus der Wirklichkeit im Traum kommunizieren kann, also sozusagen sowas wie Shared Dreaming oder so, das sind Sachen, die vielleicht nicht gehen. Vielleicht aber auch doch. Auf jeden Fall aber. Ansonsten gibt es keine Grenzen. Man kann so viel machen. Und ich würde sagen, das ist etwas, also ich nenne das mal Kontrolle, beziehungsweise Einflussnahme. Man kann einfach alles machen. Und man muss eben erstmal reflektieren, um zu erkennen, es ist ein Traum, das bedeutet, ich kann hier wirklich alles machen und mir kann nichts passieren. Aber was genau man alles machen kann, das ist ja jetzt, das steht jetzt wieder auf dem anderen Blatt, das ist jetzt hier recht abstrakt hingeschrieben. Was kann man denn alles im Konkreten machen? Und ich glaube, dazu muss ich einfach noch ein extra Video machen, weil das jetzt hier den Rahmen sprengen würde. Auf jeden Fall kann man alles machen, was man sich vorstellen kann im Grunde. Und natürlich alles, was man machen möchte. Wendet man aber nicht die Reflexion an in dem Moment, sondern, ja, wenn man erkennt, man träumt, man geht sozusagen sofort weiter mit dem Traumgeschehen, dann verliert man sehr schnell die Klarheit oder hat sie auch gar nicht erst gewonnen. Man lässt sich von dem Traum irgendwie steuern und letztendlich läuft der Traum dann so ab, wie wenn man überhaupt nicht erkannt hätte, dass man träumt. Das heißt, man muss schon erstmal drüber nachdenken. Pause machen vor allem, innehalten und überlegen, was bedeutet das. Man kann zwar auch jetzt schon, würde ich auch empfehlen, bevor man schlafen geht, sich fragen, was kann man alles im Traum machen? Und was will ich machen? Aber man muss es halt auch jedes Mal immer wieder neu, wenn man im Traum erkennt, dass man träumt, immer wieder neu sich fragen, okay, was kann ich jetzt alles machen? Was will ich machen? So, das ist der eine Punkt, worum es eigentlich auch hauptsächlich geht. Das ist das, wo man sagen würde, okay, einfach nur Traumerkenntnis ist langweilig, aber wenn man den Traum kontrollieren kann, wir haben hier eine bessere Farbe, dann, wenn man den Traum kontrollieren kann und alles tun kann, was einem so einfällt, das macht den Klartraum natürlich sehr attraktiv. Darum wollen auch die meisten Leute klarträumen. Wie gesagt, darüber wird es noch ein Video geben, was konkrete Möglichkeiten sind. Und jetzt würde ich aber hier noch einen Punkt anführen, der vielleicht weniger oft beachtet wird. Ich nenne ihn einfach mal Wahrnehmung. Und ich meine damit auch sowas wie darauf achten, was um einen herum passiert im Traum.
Warum träume ich genau das, wovon ich gerade träume? Warum steht da hinten irgendwie ein Haus? Weiß nicht. Und das ist, sieht ganz speziell aus. Und da steht die Tür offen und mein Name steht an der Tür oder so. Warum träume ich genau diese Dinge? Und dem auf den Grund zu gehen, da kann das Klarträumen natürlich auch helfen. Das ist eine Sache, wo ich sagen würde, es ist teilweise zu einem bestimmten Grad eine andere Herangehensweise, als dass man machen möchte, was einem so einfällt, weil hier nimmt man weniger Einfluss auf den Traum. Man möchte nicht wirklich zum Beispiel irgendwelche, man möchte nicht Gott spielen, sondern man möchte den Traum einfach mal weiterlaufen lassen und gucken, wo der einen hinführt. Und warum träumt man das? Was hat es zu bedeuten? Stellt sich diese Frage. Also es ist ein mehr passiver, sagen wir mal, Ansatz. Könnte man hier mal hinschreiben, das ist eher aktiv, ups, aktiv, und das ist eher passiv. Und das ist auch, also die Wahrnehmung, das ist auch ein Punkt, der zum Beispiel für mich und auch für, vielleicht für andere Leute, die sich mehr für Traumbedeutung interessieren, also die vor allem einfach interessiert, warum träumen sie was und einfach die Traumstory gerne detailliert wahrnehmen. Da kann man natürlich erstmal sagen, ja okay, ich brauche keine Klarträume, mir reichen Trübträume. Aber das Klarträumen hilft eben auch bei dieser Wahrnehmung. Erst einmal, man kann, wie gesagt, während man träumt, sich schon mal die Frage stellen, was bedeutet das? Und das hat vielleicht den Vorteil, dass man erst einmal, während man träumt, viel mehr Zugang hat zu den Emotionen als danach. Und man hat auch viel mehr Zugang zu den ganzen Details. Und die Details, das ist so ein Punkt, der ist hier vielleicht sehr relevant. Allein dadurch, dass man gegenwärtig ist, also die Gegenwärtigkeit, damit meine ich, dass man auf den jetzigen Augenblick, auf seine gesamten Sinneseindrücke, auf seine Gedanken und Emotionen achtet. Ja, diese Achtsamkeit, diese Gegenwärtigkeit führt eben dazu, dass man viel mehr Details wahrnimmt und natürlich auch sich später an viel mehr erinnern kann. Das ist eigentlich das Gleiche wie im Wachleben. Wenn ihr euch in einer bestimmten Situation befindet, wo ihr überhaupt nicht aufpasst und alles so an euch vorüberzieht, man könnte sagen, wie wenn ihr in einem Traum versunken seid, aber diese Ausdrucksweise wird da jetzt irgendwie obsolet, wenn man an Klarträume denkt. Auf jeden Fall, diese Versunkenheit führt ja dazu, dass man sich später überhaupt nicht teilweise daran erinnert, was man gerade gemacht hat. Also es gibt es ja auch im Wachleben, diese Trübheit. Und dazu sozusagen, im Gegensatz dazu kann man auch im Wachleben jetzt eine Situation erleben, die völlig, weiß nicht, neu ist für einen oder völlig beeindruckend ist. Und dann achtet man auf alles. Man ist plötzlich so richtig in der Gegenwart, anstatt in irgendwelchen Gedanken und so. Und diese Gegenwärtigkeit führt auch dazu, dass man sich später viel besser an diese Situation erinnern kann. Und ganz von alleine. Und das ist eben auch der Fall bei in Klartraum. Und das macht natürlich auch die Klarträumerei so attraktiv, selbst wenn man nicht alles Mögliche beeinflussen möchte, sondern eigentlich nur den Traum sozusagen studieren möchte. Natürlich ist Live-Studieren immer doch ja, attraktiver oder sagen wir mal, bringt mehr Ertrag, als wenn man es erst im Nachhinein macht mit den ganzen Erinnerungslücken. Und ich denke, es ist vielleicht auch so ein Grund, warum Tolai die Erinnerung an den Traum als Kriterium für Klarheit angesehen hat. Ja, also später, die Traumerinnerung sollte so sein wie eine Erinnerung an das Wachleben. Das erachten viele als ein ziemlich strenges Kriterium, würde ich auch sagen. Aber ich verstehe den Sinn dessen, weil wenn man sich nicht wirklich gut an einen Klartraum erinnern kann, dann bedeutet das eigentlich, dass man nicht wirklich gegenwärtig war in dem Traum. Und ohne diese Gegenwärtigkeit rutscht man eben auch schnell wieder in den Traumfluss zurück. Man lässt sich einfach steuern durch das, was so im Traum passiert. Und
Die Gegenwärtigkeit und die Reflexion, das sind aus meiner Sicht zwei Sachen, die irgendwie zusammengehören. Reflexion ist vielleicht mehr so ich radiere mal das hier weg. Reflexion ist mehr so vielleicht die intellektuelle oder theoretische Herangehensweise. Man überlegt sich, was bedeutet das, dass man jetzt träumt und so weiter, was hat man vorgehabt und versucht sich daran zu erinnern. Und die Gegenwärtigkeit ist mehr so sinnbehaftet und also hat mehr mit den Sinnen zu tun und mit den Emotionen. Aber das beides zusammen führt eigentlich letztendlich, also das beides führt eigentlich zusammen, würde ich sagen. Und wenn man nicht wirklich gegenwärtig ist, würde ich sagen, dann hat man auch nicht viel reflektiert, weil die Reflexion bezieht sich, soll sich eben nicht nur darauf beziehen, was man so überlegt, sondern man möchte ja auch wahrnehmen, was um einen herum passiert. Und natürlich, was in einem drin passiert. So, und ich schreibe hier immer noch Gegenwärtigkeit. Ja, das sind eigentlich so die beiden Hauptkriterien für einen Klartraum. Also erst einmal die Erkenntnis, dass man träumt, ist klar. Dann aber die Kontrolle und die klare Wahrnehmung. Und damit meine ich im Prinzip nicht einfach nur die Sinneseindrücke, dass alles klar aussieht, sondern eben mit Wahrnehmung, das geht schon mehr in Richtung Reflexion, dass man sozusagen darauf achtet. Also man könnte es auch Achtsamkeit nennen oder Beobachtung. Beziehungsweise eben im Nachhinein dann die Erinnerung an den Traum, beziehungsweise auch vom Traum aus die Erinnerung ans Wachleben. Ja, das sind so die Hauptkriterien, aus denen wahrscheinlich auch andere Kriterien, wie zum Beispiel Erinnerungsfähigkeit, abgeleitet sind. Aber es sind eben auch, wie gesagt, zwei vielleicht verschiedene Herangehensweisen an den Klartraum. Und da teilen sich so die Klarträume zum Teil in verschiedene Lager von Interessen. Warum sie überhaupt klarträumen, was sie mit den Klarträumen erreichen wollen. Natürlich gibt es auch Klarträumer, die wollen beides. Gibt es auch viele. Aber ich würde mal sagen, es sind schon zu einem gewissen Grad verschiedene Herangehensweisen an die Träume. Wenn man entweder Gott spielen möchte oder wenn man den Traum so lassen will, wie er ist, und lieber herausfinden möchte, warum er eigentlich so ist, wie er ist. Aber letztendlich führen beide Punkte doch zusammen, würde ich sagen. Und um das zu verdeutlichen, hier mal noch weiter runter. Also es ist, wenn man tiefer einsteigt in die Materie, sieht man eigentlich schon, dass Kontrolle und Beobachtung zusammengehören einfach. Jetzt nicht nur, was die Reflexion angeht, also dass die Wahrnehmung notwendig ist für die Reflexion und die Reflexion für die Kontrolle, sondern ja, ich male es mal hier drauf. Also zum einen die Wahrnehmung. Wenn ich den Traum beobachten möchte, sagen wir hier in der Mitte bin ich, außenrum ist das Geschehen, aber es passiert eigentlich alles Mögliche, so richtig durcheinander und das ist so richtig chaotisch, dann ist klar, dass es mich alles ablenkt, dass ich da überhaupt nicht mehr in der Lage sein werde, den Traum nochmal auf einer klaren, reflektierten Art wahrzunehmen. Das heißt, ich brauche schon ein gewisses Maß an Kontrolle, um mir hier den Freiraum zu schaffen, um nochmal reflektieren, innehalten zu können. Ja, also den Freiraum, das Innehalten, das ist ja sehr wichtig für die Klarheit, auch für die Reflexion. Und diesen Freiraum muss ich mir schaffen können. Ich muss in der Lage sein, die Störfaktoren von mir abzugrenzen. Vielleicht nicht körperlich, weil es gibt ja keinen wirklichen Körper, nur so einen symbolischen Körper im Traum, aber zumindest geistig, dass ich in der Lage bin, geistig nicht abgelenkt zu werden. Und man könnte das auch vielleicht mal so aufmalen.
Wenn man den Traum gerne verfolgen möchte, so wie er sich einem gibt, dann möchte man ja auf einer bestimmten Art trüb sein. Das heißt, man möchte gerne dem Traumstrom, wie es manche nennen, folgen. Man möchte die Traumstory weiterverfolgen und man kann die nur weiterverfolgen, wenn man ihr irgendwie glaubt. Ja, also wenn man die ganze Zeit denkt, oh, ist ja alles nur ein Traum, hier kann ja eigentlich gar nichts Schlimmes passieren, dann nimmt man auch die ganzen Gefahren, die zum Beispiel in einem Traum auftreten, nicht ernst. Da kann man die ganze Story nicht ernst nehmen. Das heißt, man muss auf einer bestimmten Bewusstseinsebene tatsächlich glauben, dass das echt ist, was dann passiert. Vor allem, wenn man jetzt vorhat, sich mit seinen Ängsten zum Beispiel zu beschäftigen und keine Lösung ansetzen möchte, die auf gottgleichen Fähigkeiten basieren, sondern wenn man Träume so behandeln, also wenn man Lösungsansätze finden möchte, die so sind, dass man sie auch im Wachleben durchführen kann, letztendlich. Dann muss man auch irgendwie daran glauben, dass die Situation so ist wie im Wachleben. Man muss in der Art trüb sein. Man muss so tun, wie bei einem Film, von dem man sich mitreißen lässt, dran glauben an die Story. Aber auch wie beim Film, bleibt ja immer im Hintergrund so eine Art Klarheit übrig. Man weiß schon noch, dass es ein Film ist. Und diese Klarheit kann man aber im Traum schwerer aufrechterhalten. Weil beim Film ist klar, man sitzt halt einfach die ganze Zeit vorm Fernseher. Und dieses vorm Fernseher sitzen, das kann man zwar ein bisschen ausblenden, aber letztendlich wirkt sich das ständig doch immer noch auf die Wahrnehmung aus. Es kommt immer wieder dieser Eindruck, sozusagen vom Raum, der außerhalb des Fernsehers ist, der kommt immer noch auf einen zu. Aber im Traum nimmt man überhaupt nichts mehr von dem Wachkörper wahr. Das heißt, wenn man einmal in die Geschichte eintaucht, dann wird man relativ schnell mitgezogen und vergisst, dass der Körper in Wirklichkeit nur im Bett liegt, weil man spürt einfach nichts davon. Das heißt, diese Klarheit aufrechtzuerhalten, im Hinterkopf zu behalten, das erfordert auch ein bestimmtes Maß an Kontrolle. Das ist jetzt eigentlich der Punkt, den ich machen wollte mit dem kleinen Exkurs. Auch hierfür, um den Traum zu beobachten, braucht man Kontrolle. Man muss sein Bewusstsein sozusagen abspalten können und diese Abspaltung auch aufrechterhalten können. Und es ist ja auch notwendig, die Klarheit zu behalten, damit man später nicht irgendwie alles vergisst, was man oder alles gleich vergisst, was man da so erlebt und überwältigt wird von der Story. Und wie gesagt, man braucht auch immer mal wieder Abstand, um die Szene zum Beispiel einzufrieren, um kurz mal innezuhalten und zu überlegen, bevor man hier überwältigt wird von den ganzen Geschehnissen. So, also wie gesagt, die Wahrnehmung braucht Kontrolle. Also die Wahrnehmung, die Beobachtung, die Erforschung des Traumes braucht auch Kontrolle. Sie ist gar nicht so passiv. Und sie übt auch Kontrolle aus. Das heißt, wenn ich im Traum auf etwas Bestimmtes achte, wie bei dem Zoom-Blick von der Userin im Klartraumforum, man achtet auf etwas in der Entfernung und blendet alles andere aus. Man richtet seinen Fokus darauf und natürlich wird es dann vergrößert und irgendwann steht man davor. Das, was am Anfang nur ganz weit in der Entfernung war, ist plötzlich vor der eigenen Nase, also vor der Traumnase, in ganz groß. Und man hat nicht wirklich Anstrengungen unternommen, hinzufliegen, aber man hat es herangezoomt. Und auf die ähnliche Weise passiert es auch, wenn man einfach im Traum Strom in der Story auf irgendein bestimmtes Thema, eine bestimmte Frage achtet, dann beeinflusst man dadurch den Traum. Also es ist vielleicht eine subtilere Art der Beeinflussung, aber es ist eine Beeinflussung. Und man kann eigentlich überhaupt nicht neutral beobachten. Die Beobachtung wirkt sich immer auf das Geschehen aus. Das ist auch in der Wachwelt so. Das kennt man vielleicht aus der Physik, aber auch aus der Soziologie. Und im Traum ist es erst recht so, weil ja eben die gesamte Vorstellung den Traum erzeugt. Und dass der Traum eben viel leichter dadurch verändert werden kann.
So, aber auf der anderen Seite braucht eben die Kontrolle, um mal den Kreis zu schließen, braucht die Kontrolle einer geschulten Wahrnehmung. Das heißt, wenn man einfach nur Gott spielen möchte, sich aber überhaupt nicht sozusagen dafür interessiert, wieso man eigentlich das erträumt, was man im Tulptraum vorfindet, dann wird man nicht wirklich Gott spielen können. Um das mal zu verdeutlichen, man ist im Traum, sozusagen, als Person, meistens ist man eine Person, manchmal auch nur so ein Punkt oder irgendwie eine Kameraperspektive. Auf jeden Fall, man hat eine Perspektive inne, aber es gibt ja auch noch die ganze Welt außenrum im Traum. Und diese Traumwelt wird auch von einem selbst generiert, selbst wenn man das nicht so wirklich merkt, wird sie trotzdem generiert. Und der eigene Geist erzeugt diese Traumwelt. Und wenn man nicht wirklich darauf achtet, wie der Geist diese Traumwelt erzeugt, das heißt, wenn man nicht auf seine Emotionen achtet und sich zum Beispiel fragt, was fühle ich gerade und welche meiner Gefühle führen zum Beispiel dazu, dass jetzt die Bäume hier stehen? Oder ja, ich meine, das ist etwas blöd formuliert, aber vielleicht wisst ihr, wie ich es meine. Man fragt sich halt einfach, wie kommt es, dass genau die Szene jetzt auftaucht? Und man achtet dann eben auf seine Gefühle, auf seine eigenen Vorstellungen. Man hält inne und fragt sich das. Und erst dadurch erlangt man tatsächlich dann auch ein Verständnis, also nicht nur ein theoretisches Verständnis, sondern man fühlt plötzlich, man spürt diese Connection zwischen sich selbst und der Traumwelt, also zwischen, man ist auf einmal doch die ganze Umgebung. Also wenn man diesen Zugang erlangt, dadurch, dass man darauf achtet, wie die eigene Vorstellung den Rest des Traumes erzeugt, da kann man immer mehr, ich weiß nicht, ob man hundertprozentig der gesamte Traum sein kann, aber man kann immer mehr Zugang erlangen. Sein Bewusstsein sozusagen in die ganzen Traumumgebungsdinge hineinbringen und spüren, wie man selber eigentlich alles erzeugt oder auch alles ist. Ja, letztendlich ist man mehr als nur der Traum. Man ist ja eigentlich das außenrum, was den Traum erzeugt. Dieses Metabewusstsein zu erlangen, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Metabewusstsein muss man erst einmal erspüren und dafür muss man sich schon mit sich selber, mit seinen Gefühlen und so weiter auseinandersetzen und auch mit der Frage, wieso entstehen die Dinge, die man im Traum vorfindet und nicht einfach nur alles weg, alles mit dem Bulldozer überfahren und sagen, nee, ich bin hier Gott, sondern erstmal sich fragen, warum ist das da, was man da überfahren will? Ja, weil sonst, wenn man sich das nicht fragt, dann gibt es irgendwann Hindernisse. Denn es gibt immer irgendwelche Dinge, die vom Unbewussten erzeugt werden. Und wenn man nicht wirklich weiß, warum, man will es einfach nur weghaben, dann, das hier ist unser kleiner Bulldozer, dann wird man vielleicht einzelne Dinge auch fortschaffen können. Aber letztendlich nicht alles. Und man wird niemals sozusagen auch die Leichtigkeit haben, mit dem Traum umzugehen, wie man es haben könnte, wenn man sich mal in die Perspektive der Dinge hineinversetzt, die man da loshaben möchte, oder vielleicht auch mal sich fragt, ob sie doch eine Daseinsberechtigung haben. Ein ganz einfaches Beispiel, weil das jetzt schon relativ abstrakt klingt, ist für mich das Fliegen. Ich renne los im Traum. Ja, hier stehe ich noch. Also ich renne und fange an zu fliegen. Oh, was ist das? Naja, ich kann gar nicht zeichnen. Ich springe und fliege. Und dieses Fliegen ist oft für mich eine Anstrengung gewesen. Einfach erst einmal, ja, man muss ja in die Luft kommen. Man muss ja irgendwie vom Boden abheben, nach oben. Selbst wenn es alles eine Traumwelt ist, irgendwie von der Vorstellung her muss man ja sich gegen die Schwerkraft wehren und so weiter.
Und da hatte ich dann ein neues Verständnis dafür gewonnen, indem ich mal gesagt habe, nein, das bin ja gar nicht ich, diese Traumfigur, die hier nach oben fliegen möchte, sondern ich bin ja eigentlich der ganze Traum. Also meine Vorstellung zumindest erzeugt ja alles um mich herum. Und dann ist es doch viel leichter, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass der Traum von sich aus eine umgekehrte Gravitation hat, zum Beispiel. Dass ich einfach vom Traum aus wie hochgehoben werde, ohne dass ich dafür irgendwas machen muss. Ja, der Traum selbst macht es für mich. Entweder, dass die Gravitation allgemein so gilt, oder dass eben zum Beispiel, dass ich mir einfach vorstelle, es gibt eine Macht, die ist größer als ich. Die hebt mich hoch. Und ich muss dazu gar nichts machen. So. Und ich finde, das verdeutlicht so ein bisschen die unterschiedliche Herangehensweise. Wenn man Gott spielen möchte, dann muss man doch auch ein bisschen Zugang erlangen zur gesamten Traumumgebung. Man muss eben dann auch irgendwann sich die Frage stellen, warum sind Hindernisse überhaupt da? Was sozusagen, wie erzeuge ich selber diese Hindernisse? Haben sie vielleicht doch eine Daseinsberechtigung? Kann ich mit dem vielleicht irgendwie drüber reden oder es versuchen irgendwie zu klären, sodass jeder mit seinen Interessen, ich mit meinem Wunsch frei zu sein oder vielleicht auch mit meinem Wunsch Gott zu spielen oder ich mit dadurch, dass ich genervt bin von denen. Und die vielleicht mit ihrem eigenen Wunsch, beziehungsweise wenn es ein Traum ist, ist das ja nicht ihr eigener Wunsch, sondern das ist ja, sie sind ja Teil von mir irgendwie, auf irgendeine Art. So. Also etwas lange Rede, kurzer Sinn. Die Kontrolle bedarf irgendwann auch der Wahrnehmung, der Beobachtung des eigenen Geistes. Also führen diese beiden Aspekte, die am Anfang vielleicht als verschiedene Herangehensweisen erscheinen mögen, doch letztendlich zusammen. Ja, jetzt habe ich in meinem Mund fusselig geredet und letztendlich würde ich sagen, Tabula rasa machen wir. Und ja. Was soll ich noch sagen? Ich werde im nächsten Video etwas darüber erzählen, was die konkreten Traumziele sein können. Und bis dahin wünsche ich euch einfach schon mal viel Erfolg mit euren Träumen und auch mit eurer Klarheit. Bis dann.